Lena, der Eulenfisch-Podcast mit Lena Beuth. Wofür brennst du, Augustinus? Ich brenne für das absolut Gute, das absolut Schöne und das absolut Wahre. Das klingt zunächst zu wenig konkret, zu abstrakt, aber ich versuche es aus meiner Biografie zu erklären. Wenn du mir diese Frage vor 15 Jahren, vor 20 Jahren gestellt hättest, hätte ich ohne Zweifel gesagt, ich brenne für die Musik. Aber in dieser Begeisterung für die Musik und für die Kunst habe ich entdeckt, größer als die Kunst und größer als die Schönheit ist der große Künstler, der dahinter steckt. Und das ist Gott allein. Wer oder was ist der Zündstoff für dein Feuer? Das ergänzt das, was ich eben gesagt habe. Also nicht das Schöne, sondern der Schöne, der Wahre. Der Gute. Und ich habe ihm gesagt, das ist Gott. Er ist der, der dieses Feuer anzündet, das er selber ist. Es ist ein Brennen, das ein Suchen ist. Mein Namenspatron, der heilige Augustinus von Hippo, hätte gesagt, wir suchen, um zu finden. Und wir finden natürlich Gott, um ihn weiter zu suchen. Also ein Brennen und doch nicht Verbrennen, wie man mit der Heiligen Schrift so schön sagen würde. Wo findest du persönliche Pfingsterlebnisse? In den kleinen Wundern des Alltags. Sehr oft im Gebet, das für mich als Mönch die erste Aufgabe ist. Auch in der Feier der Liturgie, wo man bei einem Psalm, einem Hymnus, einer Antiphon an einem Wort hängen bleibt. Beim Musizieren. In der Stille, die man im Kloster besonders erfährt, aber auch in den Begegnungen mit vielen Menschen. Ein Kaffee, ein Spaziergang mit guten Freunden und überall, wo man diese Verbindung zum unendlich guten und lieben Gott feststellen kann, so dass man vor ihm steht und ihm sagen kann, ich liebe dich, ich brenne für dich, es dürstet meine Seele nach dir.